Hallöchen, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, die Kraft von Make-up. Und ich habe nicht mal viel drauf. Ich habe nur eine BB-Cream drauf und ein bisschen Mascara. Total krass. Ich sehe total gesund jetzt gerade aus. Vorher sah ich ein bisschen kränklich aus. Aber das, ja. Ist schon krass. Aber ich bin nicht krank. Alles in Ordnung. Ich habe heute schon ganz, ganz viel geschafft, tatsächlich. Ich habe, was habe ich denn schon gemacht? Ich habe schon Wäsche gewaschen. Ich habe Wäsche abgenommen, Wäsche aufgehangen dementsprechend, weil ich sie ja auch gewaschen habe. Ich habe Staub gesaugt. Ich habe Betten bezogen. Ja, und jetzt werde ich gleich frühstücken. Und ich glaube, ich werde diesen Tipp, den ich da gestern, also Tipp, es wurde ein Test gemacht gestern in einer Nachrichtensendung um die Mittagszeit. Da wurde ein Test gemacht, was denn mehr bringt, immer gleich alles komplett wegzuräumen und zu putzen oder auf den großen Putztag quasi zu warten. Und ich bin eher so Typ, mal räume ich alles sofort komplett weg, aber ihr habt es schon ein paar Mal gesehen, nicht ganz so. Gerade abends, wenn ich dann ja, wenn ich spät nach Hause komme oder so, dann habe ich natürlich nicht mehr so Bock, irgendwie gleich alles wegzuräumen. Aber tatsächlich möchte ich mir das gerade angewöhnen. Also ich möchte es zumindest mal probieren. Ja, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit vom Wochenende habe. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich habe auch heute mal meine komplette Wäsche wegsortiert. Weil wenn es nicht viel ist, dann lasse ich es meistens noch im Wäschekorb, weil ich mir so denke, ja, ziehst du eh bald wieder an. Oder ja, keine Ahnung, wartest du, bis halt die nächste Wäsche noch trocken ist, dann lohnt sich das. Aber es steht halt dann immer rum. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja. Mal gucken, wie das läuft. Ich habe ja immer ganz viele Ideen und Pläne und weiß der Kuckuck was und am Ende wird es dann doch irgendwie anders. Ja, ich habe mir jetzt ein Brötchen gemacht. Ich zeige euch auch gleich mein Schlafzimmer, weil das so wunderschön aufgeräumt ist. Und ich freue mich so wahnsinnig, nachher mich in ein frisch bezogenes Bett legen zu können. Also es ist ja noch nicht lange her, dass es frisch bezogen ist, aber wenn man so ein paar Nächte dran drin geschlafen hat, dann ist es halt nicht mehr das gleiche Gefühl. Würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Ja, ich mache mir jetzt erstmal mein Brötchen, weil, wie gesagt, es ist kurz vor, also irgendwas zwischen 11:30 und 12:15 und ja, ich habe noch nichts gegessen, hatte aber auch noch keinen Hunger, habe relativ gut zu Abend gestern gegessen, deswegen ist das in Ordnung, dass ich jetzt ein spätes Frühstück mache, beziehungsweise ein ja, Frühstück um die Mittagszeit. Ja, wie gesagt, noch mein Schlafzimmer und ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich so, so extrem. Für was ich mir vielleicht noch mal eine Lösung suchen muss, ist für die Kabelei hier unten. Ich habe da immer meinen Laptop drin, wenn ich doch mal was schreiben will oder so. Aber irgendwie mit den ganzen Kabeln, das gefällt mir nicht so. Auch die Bücher muss ich da nachher nochmal noch wegräumen. Aber erst essen. So, ich sitze jetzt gerade in meinem Arbeitszimmer und beschäftige mich mit dem Thema Kräuseln bzw. Dinge raffen. Ja, und das muss ich auch erstmal raffen, bevor ich das machen kann. Ach, schöner Wortwitz. Ja, tatsächlich, übrigens steht hier meine andere Nähmaschine, weil ich das, was ich vorhabe, mit der Overlock machen will. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen muss ich das jetzt erstmal probieren.
bevor ich dann weitermache, weil mit der Nähmaschine habe ich das auch schon mal probiert, kriege ich nicht hin. Also selbst mit der einfachsten Technik kriege ich es nicht hin. Von daher probiere ich das jetzt mal mit der Overlock. Und tatsächlich habe ich mal in das Handbuch dazu geguckt. Meine Overlock kann mehr, als ich dachte. Was habe ich denn hier an der Wange? Ja, meine Overlock kann mehr, als ich dachte. Also, ja. Man sollte sich vielleicht auch ab und an mit Handbüchern und so beschäftigen. Ja, gut. Ist jetzt so, dass, also ich habe die ja jetzt auch schon, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre. Keine Ahnung, wie lange habe ich die denn? Seit 2018? 2017? Irgendwie sowas. Müsste ich mal nochmal nachgucken. Ja, und komme mittlerweile auch gut mit der klar. Ja, aber habe mich da halt nie weiter damit beschäftigt. Weil ich immer froh war, wenn das Ding eingefädelt war, weil das ja 4 Fäden hat und nicht nur 2, die auch sehr kompliziert irgendwie eingefädelt werden. Aber, also wenn man es noch nie gemacht hat. Ja, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es okay. Und mittlerweile komme ich echt gut damit klar. Und es vereinfacht schon ein paar Sachen. Muss man ja mal so sagen. Ja, ich werde mich hier mal weiter beschäftigen und zeige euch vielleicht dann irgendwann ein Ergebnis. Man sieht, glaube ich, an meinem Gesicht, dass ich ein bisschen verzweifelt bin, ob ich das so hinkriege, wie ich möchte. Mal gucken. Schaffen wir alles. Ich zeige euch, also zwischen meinen Nähmaschinen, deswegen, also ich muss mal wirklich gucken, dass ich irgendwas finde, dass ich euch hier irgendwie besser, ja, halt hier hinstellen kann, dass ihr das hier auch irgendwie ein bisschen besser sehen könnt. Aber das sieht doch gut aus. Also, ich habe es erst falsch gemacht, weil ich gleich irgendwie zwei Stoffe zusammennähen wollte. Was aber nicht funktioniert, wenn der eine länger ist und ja gekräuselt werden soll. Der muss dann später angenäht werden. Aber tatsächlich, und man kann das sogar noch so ein bisschen, ja, hier bisschen verschieben. Das finde ich allerdings echt, echt cool. Also gut, das Oberteil kann starten und ich freue mich. Ich freue mich, dass das wirklich so einfach geht. Das wird dann auch der erste Schritt sein, den ich mache. Dann muss ich die nämlich wieder umstellen. So, ich habe ein Teil fertig genäht. Das werde ich euch aber morgen abfilmen, dann aber hier noch mit reinmachen, weil es jetzt einfach schon zu dunkel ist und man das nicht mehr richtig sehen würde. Ach, wir lieben doch alle die Winterzeit. Und ich habe jetzt gerade noch Bock auf. Ich versuche es euch mal so gut wie möglich zu zeigen. Das ist das Teil, was ich gestern genäht habe. Tatsächlich hier mit dieser wunderbar gelungenen Raffung. Ich bin total begeistert und ja, freue mich, dass ich auch das jetzt endlich kann. Also raffen und so und kräuseln oder wie man es auch immer nennt. Bratapfel tatsächlich. Also ich habe noch Äpfel da und ja, werde jetzt mal gucken, dass ich mir so ein, zwei Bratäpfelchen mache. Ich habe mir auch ein Rezept rausgesucht und werde das, glaube ich, so ein bisschen mitfilmen. Ich überlege, ob ich nebenbei gleich noch Marmelade koche oder ob ich das dann morgen mache. Ich denke, ich werde es morgen machen. Gerade keine Lust, die Gläser auszukochen. Von daher wahrscheinlich morgen dann. Und die Marmelade, da habe ich auch noch ein Buch. Da könnte ich auch mal nach einem Rezept gucken. Was es dann für eine vielleicht mal andere Himbeermarmelade werden wird. Also es sind noch die letzten Himbeeren aus dem Garten. Die sind gefroren im Kühlschrank. Also im Gefrierfach, nicht im Kühlschrank. Und ja, bin gespannt. Aber da werde ich nachher, das werde ich mir mal gleich mit ins Wohnzimmer legen. Und nachdem ich dann die neuen Schnittmuster ausgeschnitten habe und die letzten Teile, die Wendeöffnung verschlossen habe, kann ich dann ja mal gucken, welches Rezept ich für Marmelade nehmen kann. Aber vorher mache ich die Bratäpfel. Ich bin gespannt.
Ich weiß, das letzte Mal Bratapfel habe ich mir, glaube ich, in meiner alten Wohnung gemacht. Und das ist schon eine ganze Weile her. Denn ich wohne hier schon eine ganze Weile wieder in dieser Wohnung. Und ja, ich fange jetzt mal an. Sonst dauert das alles noch länger und es wird noch später. Und ja, ich freue mich aber. Es ist definitiv ein schnelles und spannendes Rezept, so mit Marmelade als Füllung. Aber ich denke, es wird schmecken. Also wir sind gespannt. Also in 30 Minuten gucke ich dann mal rein. Und jo, ich werde euch nachher das Ergebnis zeigen. Wenn es schmeckt, dann muss ich mal gucken, ob ich euch irgendwo das Rezept poste, vielleicht bei Instagram oder so. Ja, ich bin gespannt. Jetzt heißt es erstmal warten. Ich würde sagen, gleiche Stelle wie beim letzten Mal. Ich würde sagen, gleiche Stelle wie beim letzten Mal, nur aus einem anderen Blickwinkel. Ich muss jetzt noch eine Sache per Hand nähen und das heißt, ich möchte das jetzt noch machen und ein Schnittmuster noch mal ausschneiden. Und dann ist Feierabend für heute. Für euch ist jetzt schon Feierabend, weil ich das Video jetzt beenden werde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, habt eine gute Zeit.